Auch wenn eine Rückkehr auf die Bühne derzeit nicht möglich ist, gab es am Freitag die Matinee zur Kriebsteinsaison des Mittelsächsischen Theaters. Diese war in diesem Jahr eine Online-Veranstaltung. In einer Zoom-Konferenz stellte das Theater die musikalischen Aktivitäten vor. Das Theater hofft auf den Sommer. Die Vorbereitungen auf die Saison laufen. Gemeinsam gaben Intendant Ralf Peter Schulze, Regisseur Sergio Raonic Lukovic und der musikalische Leiter José Luis Gutierrez einen Einblick in die Neuproduktion der Operette Charters Fürstin auf der Seebühne in Kriebstein. Mittels einer Live-Schaltung wurden musikalische Kostproben gegeben. 26 Mal soll die Operette aufgeführt werden. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Länge des Stückes auf knapp 100 Minuten begrenzt worden. Die Premiere sei für Mitte Juni geplant. Bis dahin ist sicherlich eine neue Bewertung der Situation möglich, sagte Theatergeschäftsführer Hans-Peter Ikrat. Er sei zuversichtlich, dass die Premiere stattfinden könnte. Vorgestellt wurde auch Leonard Ivers Märchenoper Gold. Nach Der Fischer und seine Frau, die speziell für ein junges Publikum im Freiberger Schlosshof und in Döbeln gespielt wird. Über diese Projekte hinaus soll es in Kriebstein, Freiberg und Döbeln eine Reihe von Open-Air-Konzerten mit der Mittelsächsischen Philharmonie geben.